So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, Yoshi's Island. Wir hatten in den letzten beiden Parts Geheim 1 und Geheim 2 abgeschlossen und wenden uns da nun Geheim 3 zu, welches lautet Zauberblasenzinnober. Und ja, das wird ein ziemlich anstrengendes Level. Ich möchte noch mal gucken, was da unten war. Wasser, gut. Ja. Der Levelname sagt es eigentlich schon, wir werden hier viel Zauberblasen sehen. Ich glaube, wir machen alle Verwandlungen von Yoshi mehrmals durch. Oh, Fragezeichen, Wölkchen. Was man nicht so alles findet, wenn man so sinnlos am Labeln ist. Ja. Das sind einige recht schwere Aufgaben. Noch ein Fragezeichen, Wölkchen. Und wird vermutlich auch ziemlich zeitintensiv. Lalala. Ich wusste, dass du da bist und springt trotzdem fast in dich rein. So, der streckt garantiert gleich die Zunge nach uns aus. Komm mit. Hä? Wo bist du denn jetzt? Okay, dann eben nicht. Ah, ja. Danke. Da war ein Wölkchen, das habe ich gesehen. Sternenregen. Jetzt habe ich die anderen beiden Sternchen verpasst. Schande über mich. Okay, ich habe sie doch nicht verpasst. Okay, mit euch muss ich mich jetzt ja nicht abgeben. Da verzichte ich liebend gerne drauf. Oh, ich dachte schon, das ist schon wieder so ein komisches Pflänzchen. Ja, hier muss man aufpassen. Lass mich in Ruhe. Puh. Geh von der Münze da weg. Das ist eine wichtige für mich. Eieiei. Man dankt. So, du kommst auch mal weg da. Oh Gott. Ich glaube, wir fangen gleich mit dem U-Boot an. Da bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ach, lass mich doch hoch. Lass mich doch hoch. Lass mich doch hoch. Danke. Juhu, U-Boot fahren. Machen wir nicht auch. Auch nicht gerade allzu häufig, aber ich gucke erstmal, was man hier so alles schon abstauben kann. Wenn wir hier abstauben können, desto weniger müssen hier mit dem U-Boot rumgurken. Ach, sag bloß, wir können im Wasser keine Eier abschießen. Was ist das? Okay, dann auf U-Boot. Ja, hier werden wir vermutlich so einige Male wieder zum Anfang zurückkehren, weil ich mich hier garantiert im ganzen Labyrinth mal wieder ein bisschen verfahren tu. Was für ein Deutsch. Tu. Aber ich probiere es natürlich möglichst schnell hinzukriegen. Bis jetzt sieht es noch relativ gut aus. Ich weiß im Moment nur leider. Na, da rein will ich, da rein will ich, da rein will ich. Danke. Weiß nur gerade gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Das ist jetzt noch viel schlechter. Achso, was rote Münzen sind und was nicht. Wo wir uns also irgendwelche komischen schrägen Reisen sparen können und wo wir doch fünfmal im Kreis fahren müssen. Das hätten wir zum Beispiel ebenfalls ersparen können. Na, solange wir nicht irgendwie in Zeitdruck geraten, ist alles in Ordnung. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es hier nachher auch eine ziemlich miese Flugmission gab, bei der es auch ziemlich um Zeit ging. Warum wusste ich, dass ich da jetzt reinfahre? Juhu, jetzt auch noch eine Stachelkette. Morgenstern, wie auch immer, nennt es, wie ihr wollt. So. Ist nun oben oder unten? Okay. Ich kriege jetzt zwar leichte Lachkrämpfe, wenn wir jetzt tatsächlich noch einmal zum Anfang zurückgurken, was ganz danach aussieht. 3 Meter vorm Ziel und das nur wegen so einem Morgenstern. Okay, wir sehen das Ganze jetzt nochmal irgendwie in Zeitraffer. Sofern es mir möglich ist, es in Zeitraffer zu zeigen. Ja, die nehmen wir noch mit. Schubi-bluba. Ich möchte Zeit sparen. So, nehmen wir die schnell mit und dann
Dreh ich mal ein bisschen schneller, du komischer Morgenstern. So, dann hätten wir das hier auch abgeschlossen. Ich glaube, da oben ist noch ein Sternring. Ach, dieses Spiel enttäuscht mich zum Glück nicht. So, und dann ist, glaube ich, jetzt Zugfahren an der Reihe. Juhu, Zugfahren! Hä? Was war? Achso, das war nur so ein dusseliges Trampolin. Ich glaube, nee. Da ist eine Wolke drin, genau. Also, auf mit dem Zugfahrt. Oder zur lustigen Zugfahrt, wie auch immer. Wo meinst du, mit A oder mit B schneller? Ich werde es merken. Definitiv mit B. Verdammter Shy Guy. Ich hasse dich. Noch ein Shy Guy. Orientierung gesucht. Ach, sag bloß, ich muss hier nochmal mit Yoshi lang, oder wie? Oh. Okay. Plopp. Passend draufgefallen. Und dann können wir nämlich auch uns die Blume da holen. Jetzt weiß ich aber nicht. Kann man euch vernichten? Egal, das geht sogar. Schlecht, 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 noch schlechter. Okay, schnappen wir jetzt also die Wolke. Ich denke mal, die ist vorgesehen. Ach, diese Verhandlung muss auch immer so ewig dauern. Map, map. Tut, tut. Falsch rum. Ach, wir fahren schon wieder rückwärts. Das kann nur ins Auge gehen. Ach, jetzt kommt diese... Ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder grob. Jetzt geht's im Kreis. Nun geht's im Kreis. Und immer weiter im Kreis. Den Weg. Map, map. Okay. Ist ja eh nur den Weg da irgendwie im Kreis fahren. Nichts wirklich Spannendes. Ach, hatte ich den Weg nicht eben gerade erst? Nee. Okay, sorry, Leute. Ich kann mich nur irgendwie nicht für einen Weg entscheiden. Bin ich jetzt richtig? Ja, okay. So, und nun hier zack rüberfahren. Ich glaube, da kommen... Plock, 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 plock. Ein paar Shy Guys überfahren macht nichts. Sie werden es überleben und wenn nicht, dann eben nicht. Ich meine, sterben müssen wir alle mal, oder? Gut, ich hoppe hier jetzt einmal nochmal zurück für den Fall der Fälle, dass ich noch was vergessen habe. Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich immer noch. Ha, aber die sind zum Glück wieder da. Das heißt, ich vermute, jetzt hasse ich dich noch mehr, Spiel. Ich will nur ein paar Eier. Und was machst du? Du machst eine Hülle draus. Weil das Level werde ich vermutlich eh nicht in einem Part schaffen. Da kann ich mich bemühen wie sonst was. Zumindest habe ich diesmal meinen Wecker gestellt. So, und nun kommen ganz ekelhafte Flugmissionen. Möp, möp, möp. Erst die Blume da holen, das ist ja noch in Ordnung. So, nur den ganzen Weg wieder zurückdüdeln. Um dann hier runter zu fallen in eine Flugblase. So, nun wird's sehr, sehr witzig. Dann nun müssen wir im Fliegen alle Extras holen, uns beeilen. Ich glaube, wir brauchen die perfekte Flugstrecke für das. Na, nee. Okay, das wird mir jetzt zu doof. Wir sehen die ganze Animation nochmal. Und ich müsste noch irgendwo eine Lupe haben. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo eine Lupe. Da machen wir das Ganze jetzt nicht mal einen Ticken einfacher. So, nun wissen wir wenigstens, was Sache ist. Wann wir jetzt wie lenken müssen. Ich hoffe... Nee. Irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Erkunden wir hier doch mal die Gegend ein bisschen. Ja, der Fakt ist, wenn man zu langsam ist, dann sieht es ziemlich schlecht aus mit dem Leben.
Habe ich jetzt die Lupe benutzt? Scheint so. Ja. Da ist noch so ein Heli. Ich glaube, hier konnte man mit dir hoch. Ja. Dann hole ich mir aber noch den anderen Heli von da drüben. Das erscheint mir gerade sicherer. Ja, ihr seht es vielleicht. Ich habe echt gerade keine Orientierung. Bin ich jetzt überhaupt richtig oder hätte ich das mit dem Maulwurf abfliegen müssen? Okay, das wäre eine Sache für Maulwurf gewesen. Hätten wir im Flug irgendwas einsammeln müssen? Okay, das war Müll. Okay, dann war es im Flug wohl doch nicht so. Ja, mit Maulwurf mussten wir aber trotzdem genauso schnell sein. Denn, wir erinnern uns, bei Ketten landet man immer bei der ersten Blase. Das heißt, wenn wir hier mit dem Maulwurf nicht schnell genug sind, geht es trotzdem ziemlich abwärts. Da wir jetzt aber zum Glück wissen, was rote Münzen sind und was nicht, wissen wir auch, wo wir lang graben müssen, um hier schnell alles zu kriegen und auch schnell genug wieder am Ziel zu sein. Also daher nochmal mein Tipp, wann immer ihr solche Missionen habt, benutzt einfach die Lupe, dann habt ihr keine Probleme mehr. Da haben wir nur alles Leben drin, wer braucht denn alles Leben? Nehmen wir dich einfach mal mit. So. Da ist noch eine Münze. Das ist gerade schlecht. Okay, da ist nochmal so ein. Ach. Das war jetzt ein Scherz, oder? Gut. Na, ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen unbegrenzten Eiervorrat. Ist die Blase jetzt noch da? Ja. Du warst nur ein Sternregen. Ach, ich habe keine Orientierung und ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ist das nicht schön? Ist da ein Maulwurf drin oder sind da auch nur Sternchen drin? Da ist ein Heli drin. Schön, den brauche ich da aber gerade nicht. Ja, was für ein Müll. Oder ist da auch noch einer? Ne, das ist nur wieder Sternchenregen. Okay, nun wird's kompliziert. Gut. In der Hoffnung, alles richtig zu machen, gurke ich jetzt also mit meinem netten Maulwurf hier mal lang. Und ich bin mir sicher, wir machen gerade alles falsch, was man so falsch machen kann. Ja, tun wir garantiert. An ohne Safe-Sets würde ich hier vermutlich ein paar Jahre dran sitzen. Es wird doch wohl irgendwo. Ich glaube, der Eingang ist sowieso hier oben. Dann ist das nicht vermutlich auch der Maulwurf, den wir brauchen. Ja, ihr seht, das ist ein richtiges Blasenwirrwarr. So, nun kommen wir noch nicht auch mit dem Maulwurf durch. Vorausgesetzt, er lässt uns da durch. So, nun Beeilung. Wobei ich glaube, wir müssen sowieso nur den Weg freimachen für den Heli. Denn ich glaube, ja, mit ihm ist das nicht gar nicht schaffen. Wir sollen da, glaube ich, mit dem Heli auch durchfliegen. Dann wird sich der Sinn hier zumindest mal so langsam erklären. Ja, verwandle ich mal schneller, wir haben nicht ewig Zeit. Gut. Ich will die Blume noch kriegen, wenn sich der Heli mal beeilen würde. So. Wie es jetzt aber weitergeht, also den Rest des Levels, so viel ist es gar nicht mehr, aber trotzdem, erfahrt ihr erst im nächsten Part von Yoshi's Island. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage bis denne.